Eigentlich ist es so, dass wir sozusagen sehr oft die Letzten sind, die hinten rausgehen und praktisch der Besucher vorne reinkommt. Mein Name ist Thomas Strehl. Ich bin Ausstellungshandwerker mit dem Spezialgebiet Beleuchtung und Elektrik. Wir sind zuständig für die Beleuchtungen in den Ausstellungen. Richtig ins Spiel kommen wir eigentlich so gegen Ende des Aufbaus der Ausstellungen, nämlich dann, wenn die Objekte eingebracht sind. Erst dann können wir anfangen mit dem konkreten Ausleuchten. Dann müssen wir die entsprechenden Leuchten uns aus dem Lager zusammensuchen, müssen die entsprechenden Vorsätze für die Lampen raussuchen. Brauchen wir vielleicht Blendklappen? Brauchen wir welche anderen Vorsätze, die wir benutzen, müssen irgendwelche Farbfolien vielleicht eingebaut werden. Erst dann können wir anfangen mit dem konkreten Ausleuchten. Das machen wir meist in den frühen Morgenstunden, bevor die Restauratoren, bevor die Wissenschaftler, bevor die Hängeteams, die Aufbauteams in die Ausstellung kommen. Ja, die Herausforderung dabei ist natürlich zum einen die Beleuchtungsstärken einzuhalten, die wir von den Restauratoren, von den Wissenschaftlern vorgegeben bekommen. Da gibt es verschiedene Stärken für Papier, für Textil, für Ölgemälde, für Eisenwaren, für Kunsthandwerk. Die müssen wir natürlich einhalten. Dann ist natürlich darauf zu achten, dass keine Schatten entstehen, dass wir durch diese künstliche Beleuchtung uns nicht selber Schatten machen. Und da kann man sich schon mal eine ganze Weile an einer Vitrine oder an einem Gemälde aufhalten, um das am Ende wirklich zufriedenstellend hinzukriegen, sowohl für uns als auch dann später für den Besucher der Ausstellung. Man ist sicherlich schon mal ratlos. Oftmals hilft aber dann, das einfach mal ruhen zu lassen, dass man das einfach einen Tag nicht beachtet. Und manchmal hat man dann eine Stunde später oder am nächsten Tag eine Lösung parat, zusammen mit den Kollegen. In der Regel finden wir eine Lösung für die Dinge. Dieser Job ist eine Art Lottogewinn, weil es unheimlich interessant ist, hier im Museum zu arbeiten.